Ja, Huhu hier wieder beim Quali und beim Nesrak Dark in der Secret World. Wir haben uns beide wieder umgezogen. Ja, öfter mal was Neues. Und achte auf dieses tolle rote Accessoire. Oh, okay, na, so nah kann ich nicht ranzoomen. Sehr schick. Warum auch immer das da ist. Und was machen wir heute? Machen wir die zweite von hier der Ascherfrau oder den ersten von dem Hayden? Annabelle. Okay. Das merkwürdige Bootshaus im Nebel. Ein Nebeneffekt meiner Gaben ist eine erhöhte Sensibilität für die Natur. Vor allem, wenn das Unnatürliche sich einmischt. Als alles begann, versuchten einige zum Fluss durchzukommen. Ausgebildete Magi, die sich verteidigen konnten. Aber etwas hat auf sie gewartet. Nichts Natürliches. Es ist noch da draußen. Kater und ich hatten denselben Traum. Wirklich schlimm. Die Ernte auf der Henderson Farm. Angeschwollen und triefend von Larven und Krankheit. Wie in diesen schrecklichen Zeitraffer-Dokumentationen. Ach, Archibald Hendersons mörderisches Vermächtnis. Ein weiterer Faden im faszinierend düsteren Gewebe der Geschichte von Solomon Island. In meiner Ausgabe des Schulprospekts fehlt jede Menge ziemlich üble Scheiße. Die Akademie hatte mit seinen Schöpfungen nichts zu tun. Zunächst, als er noch lebte. Er war ein Magus, aber im Herzen nur ein Farmer. Er konnte gar nicht verstehen, geschweige denn kontrollieren, was er alles anrichtete. Ich komme auch aus einer Farmerfamilie. Und Ja, meine und Eltern meine züchten Eltern züchten Sonnenblumen. Sonnenblumen. Ist die Situation jetzt sozial angespannt? Nein, nicht mehr als sonst, ehrlich. Okay, diese Cutscene ist verbuggt. Weshalb? Keine Lippensynchronität und so. Darauf achtest du? Ja. Ist aber auch gut zu wissen, weil wenn ich nämlich nachher das Video bearbeite und versuche, dann Lippensynchronität herzustellen, und da ist auch von vornherein keine gewesen, dann brauche ich das gar nicht erst zu machen, Ja. ne? Okay. Bitte in den Gängen nicht rennen, hast du gehört? Ja, wegen des Blutes. Es ist rutschig. Wieso rennt der trotzdem in den Gängen rum? Weil ich daran gewöhnt bin, auf dem Blut das Gleichgewicht zu Ach bewahren. so. Hast du schon wieder Zombies gezogen hier? Oder komische Nein, Abbilder oder wie? die Vertraute. Du hast wieder diese Kill Bill Jacke an hier. Ich habe mir nämlich vorgenommen, dass ich den Film nachher gucke. Ich dachte mir, ich bringe mich schon mal so ein bisschen in Stimmung, weißt du, Vorfreude erhöht. Und ich immer noch auf den nächsten Teil warte. Gibt es noch einen nächsten Teil? Ja, da wo sie Bild trifft. Ach so. Genau. Jetzt gucke ich mal, wie das aussieht, wenn du die Drohne kriegst. Okay, geht nicht. Nicht. Aber die Drohne bleibt ja echt nur ein paar Sekunden. Das ist echt nicht so scheiße, nicht so schön. Aber das ist jetzt ja auch diese Kettenheilungsdrohne, die ich eigentlich nicht haben wollte. Mal gucken. Die bleibt ja auch bei dir dann, die Ja, Kettenheilungsdrohne, und die das heilt ist. einfach nur die, die. Ist bei dir das auch so diesig? Ja. Das soll die Atmosphäre verbessern. Mal schauen, bei denen so funktioniert. Kettenheilungsdrohne. Kann man auch nicht immer rufen, ne? Ist auch irgendwie doof. Die kostet Pistolenressourcen. Mann, ich wollte mir eine Drohne holen, die keine Pistolenressourcen kostet. Naja, als nächstes kommt jetzt erstmal ja hier der Pistolenangriff, den du immer gekommen bist. Den ich empfohlen habe. Musst du nicht nehmen.
Verstehe mich nicht falsch. Ich dachte nur, der wäre äußerst praktisch. Ja, aber wo du recht hast, hast du recht. Okay. Ich hoffe, es kommt ein Gegner, der Bill heißt. Dann kann ja noch hoffen. Ja, da wirst du aber ordentlich geschleppt hier werden. Ach, das ist der Dot-Flug drin steht. Was auch immer ein Dot ist, aber ja. Hm. Dot hört der mit Overtime. Warum stehe ich denn da auf? Achso, weil ich ihn gerade nur so runtergeworfen habe. Philipp. Hab dir nur mal gezeigt, wer hier. Wer hier der Bill ist. Ja. Oh nein, der hieß William. Und der heißt. Ja, ich habe auch gerade den William, ja. Der heißt Albert. Angewandte Nekromantie. Schade, dass er tot ist. Er wurde zu seinem eigenen Forschungsprojekt. Francis Ashley. Oh Gott, die Eltern müssen ihn gehasst haben. Warum? Francis, ich bitte dich. Naja, hast du es übereilig jetzt hier, wa? Ja, ich habe angewandte Nekromantie. Ich habe wie ein Lehrer für angewandte Nekromantie. Guck mal, hier ist wieder bestimmt hier wieder so ein Raben. Wiedergänger, das ist. Zwei sogar. Ich hab mal eine Zukunft gesehen. Billard? War das nicht der angewandte Nekromantie? Ja. So. Und den hier noch. So. Tim. Animation, okay. Witzig. Ich sehe keine Ausweise. Latein, okay. Die gefällte Leiche durchsuchen. Warte mal ganz kurz. Das wundert mich jetzt, dass ich keine gefunden habe. Das ist ein toller Screenshot. Ach, das schon öfter mal gehabt, so ein Bild. Ja, ich hatte da ganz am Anfang eins vergessen. Aha. Jetzt musst du die Rabenviecher nochmal töten, ne? Nicht. Oh wohl. Ah, hier sind okay, oder? Ah, und der haut natürlich noch wieder Verwirrung ein drauf. Ja. Bibliothekare. Ja, hier drüben. Abnorme Biologie. Ja, die Abnorme. Zehnte darunter auch Vampire? Bestimmt. Oh. Latein. Und eine Gänsehaut. Magst du kein Latein? Ich kann überhaupt kein Latein. Allgemein Fremdsprachen bin ich richtig schlecht drin. Also mein ganzer Verstand sich dagegen wehren würde. Ist ganz schlimm. Aha. Ich möchte es ja lernen, aber also Fremdsprachen, aber das. Das hier macht nicht mit. Alte Sprachen. Tote Sprachen. Higgins, komisches dickes Vieh. Oh, okay,
Aber wir gehen doch nicht so weit. Jetzt sind wir schon weg. Ohne dass er dir irgendwie was abgezogen hat, groß. Ich habe auch eine super Heile. Ich habe dich aber nur einmal geheilt. Ich habe eine super Heile. So, Ausweise im Sekretariat der Akademie lassen. Tim. Aber ich glaube, die Instanz ist gar nicht mehr so weit entfernt. So viel kommt nicht mehr. Meinst du? Das ist in der Akademie schon das meiste gewesen eigentlich. Ja, wir haben ja noch einen kompletten Questbaum offen. Wie? Ja, von dem einen Typen. Ja, meine ich ja, wenn wir mit der Akademie fertig sind, dann kommt da nicht mehr viel. Ach so, ja, da doch, da hinten ist, gibt's ja noch hier die... Wir haben wenig. Dinger da. Guck mal, du fährst, ich laufe, ist doch schön. Hm. Wie früher, nur andersrum. Nee. Ich bin die Hänge fest. Willkommen in der Innsmouth Academy. Das merkwürdige Bootshaus im Nebel, Erfolg. Und was haben wir hier gekriegt? Ein Gürtel mit weniger Heilungswert. Oh, könnt ihr mir mal was Vernünftiges geben? Ist doch nicht wahr. So, jetzt kann ich mir wenigstens hier diese Schusskraft, glaube ich, leisten. Was ist das hier? Nein, das war es nicht. Reizbar hieß das, ne? Konzentrierter Bündelungsangriff. Jupp. Okay, möge er mich überzeugen. So, was haben wir denn hier? Nützlichkeitsprinzip. Ja, wir haben nichts, was da drauf so passt. Okay. Gut. Bin gespannt. So, okay, was machen wir jetzt? Das erste von ihm. Okay. Kommen Sie wegen der Bücherrückgabe? Unglücklicherweise wurden die Abschlussfeierlichkeiten des Semesters durch das Massaker empfindlich gestört. Metzelei ist ein Übel. Ein abscheuliches Übel. Ich war 15 Jahre lang Direktor von Innsmouth. Und während der ganzen Zeit lief alles gut. Natürlich gab es auch mal Unfälle. Verstümmelungen. Aber immer alles im Rahmen. Ich sagte den Eltern, bevor ich aus dem Entschädigungskomitee ausscheiden musste, um Ghule zu vivisizieren, muss man auch Knochen brechen. Das ist nur so eine Umschreibung. Sie müssen mir helfen, HJ. Sonst geht's nicht weiter. Die Schutzzauber dieser Schule wurden nach Jahrhunderten nun überwunden. Es ist undenkbar. Aber wir sehen täglich das Undenkbare. Jetzt rutscht alles hindurch. Rein und raus. Ich weiß nicht, was davon schlimmer für das Allgemeinwohl dieser Insel ist. Es wird eine gründliche Untersuchung geben, sobald wir neues Personal ernannt und die Leichen des alten Personals aufgelöst haben. Ja, unmittelbar geht es darum, dass die Schutzzauber halten müssen. Die Geräte sind hungrig, gierig nach Anima. Toll! Wie wäre es mit einem Spendenaufruf? Oder ein Kuchenbazar? Entzückend. Ein Kuchenbazar. Was will er denn jetzt für uns? Er möchte schon wieder den Animalmanipulator vom Schreibtisch. Da liegt aber gar keiner. Ah, jetzt liegt wieder einer da. Okay. Schutzzauber an der Bürotür untersuchen. Bitte in den Gängen nicht rennen. Okay. Vertraute heranlocken. Haben wir auch schon mal gemacht. Ja. Ich dachte, ich habe die Quest verwechselt, ehrlich gesagt. Ich dachte, das erste Mal wäre die hier gewesen. KP! Animal Nahrung! Oh, mein Laptop ist gerade richtig heiß, merke ich. Ob das gut ist? Ach, wird schief gehen.
Anima-Ladung von dem Vertrauten beschaffen. Hey. Das haben wir doch alles schon mal gemacht. Ja. Aber diesmal machen wir andere Sachen damit. Hey, die erste. Wie fährst du schon? 5. Ich hab erst 3. Muss ich mal was? Holen wir uns noch ein paar Leute her. Ich wollte eben meine Pistolenkraft mal ausprobieren. So, wie sieht das jetzt aus? Okay. Sieht auch nicht viel anders aus als die andere Kraft. Aber macht in der Tat, glaube ich, einen Schuss mehr. So, einen Animalsplitter fertigen. So. Aber bitte noch nicht einsetzen, ich will mal was, gleich was ausprobieren. Okay. Was denn? Okay. Komm mal mit. Ich versuche jetzt den mal aufzuladen und mal gucken, ob es für dich mitzählt, weil das müssen wir nämlich jetzt noch ein paar Mal machen, deswegen. Mhm. Und dann müssen wir jedes Mal neue Vertraute sammeln und alles machen. Okay. Ja, zählt mit. Zumindest bisher. Gut. Ich lock die dann mal, heran. Ah, da kommt einer. Lalala. Dein Mikrofon ist übrigens wieder, ne? Ja, ich werde es bei dem Müll schmeißen. Kommt, ihr komischen Vertrauten. Aber das eine ist ein Sparingspart. Du brauchst die Ladung noch, ne? Hallo? Redet er nicht mehr mit mir oder hat er das Mikrofon jetzt komplett ausgeschaltet? Hm. Er redet nicht mehr mit mir. Mi. Am Westtor aufladen. Oder sein Mikrofon ist jetzt kaputt. Das könnte natürlich auch sein. Hallo? Ja, jetzt hört man dich wieder. Okay. Ich hab dir auch geschrieben und gucken, Chat. Achso, ja gut, da bin ich sowieso kaum noch. Oh, jede Menge Anima-Ladungen. So, den nächsten mach ich, oder was? Jo. Aber warte bitte, bis ich in der Nähe bin, damit es für mich mitzählt. Wir müssen jetzt erstmal irgendwo raus, ne? Hier ist noch irgendwo noch ein Nebenquest. Oder ist das einen weiter oben? Dann müssen wir das hier raus. Dim, 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 dim. Was läufst denn du schon wieder vor?
Hey, die ganzen Gegner kommen doch eh hergerannt. Die kann ich gleich alle mit einmal töten. Mhm. Und dann holen sie mal her. Komm hin, das vor. Dildim. Nein, einen brauche ich auch noch. Ja, hast du doch. Ja, okay. Am nördlichen, am südlichen, am östlichen. Dann gehen wir als nächstes hin. Dahin. Habe ich jetzt gerade beschlossen. Gut, ich habe jetzt auch schon zwei Einbersplitter. Ach so, ja. Ich muss ja erst noch einen herstellen hier. Zack. Ja, wir brauchen ja auch nur noch einen. Okay. Wenn ich zwei habe. Din, din, din. Weißer Hai. Mein musikalischer Geschmack ist nicht gut. Warum nicht? Machst du oder sehe ich? Mach du. Okay. Ladies first. Pling. Und noch am südlichen Eingang. Die Animation von der Kraft hier ist natürlich jetzt auch länger, ne? Ja, aber dafür macht sie auch die gesamte eine Sekunde auch Schaden immer. Ja. Die Ladung brauchen wir jetzt ja nicht mehr aufheben, ne? Nö. Bin ich der Meinung nicht mehr. Okay. Und? Aber das funktioniert leider auch nur an den Stellen, wo sie aufgeladen werden sollen. Ich habe dann nämlich mir mal einige mehr gemacht, weil ich dachte, cool, ich kann mir die einfach machen, schnell hinpacken, weißt du? Hm. Und ich habe Ruf vor den Gegnern. Aber ging nicht. Nee. Schutzzoll in der Bibliothek aktivieren. Oh, ja, die Sache. Din, 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 din. Aktivieren. Okay. Und jetzt? Jetzt kommen Gegner. Achso, es kommen Gegner. Okay. Check ich. Ich glaube, du gleich wirst das erste Mal ein Raid-Treffen. Was ist denn ein Raid? Die Hölle auf Erden. Mit welche der gemeinsten und nervigsten Gegner, die existieren. So ein Geist mit einer fetten Sense, wenn man will. Das ist die beste und einfachste Erklärung. Okay. Es ist natürlich echt witzig, wenn ich dich jetzt normal schieße, auch noch heilen würde. Das ist natürlich, hast du völlig gekriegt. Das muss ich mir als nächstes holen. Ja, vor allen Dingen, in erster Linie meine ich das, weil damit heilst du halt und du machst für beide Sachen Ressourcen. Weißt du? Ja, für beide Sachen Ressourcen habe ich vorher auch gehabt. Ne? Ja, aber das ist bei Heilsachen eher selten. Also eigentlich gar nicht der Fall. Ja, die gut, direkt ist ja eine Pistolenkraft. Ja, okay, aber damit heilst du halt dann auch zusätzlich. Muss man gerade gucken, ob das nur für mich zählt, die Heilung, oder fürs Defensivziel. Defensivziel. Das ist ja nice. Also ich meine jetzt. Ja. Also bin ich mit 90% sicher. Ich gucke jetzt nochmal nach. Das war in der Blutmagie drin, ne? Ja, defensiv zum 14 Grad, ja. Okay. Also ich oder Karl? Meistens so. Meistens Karl. Wo ist der überhaupt schon wieder? Karl? Ich habe ihn an so einen Hähnchenhändler verkauft. Achso. Der gebratenes Hähnchen verkauft. Hm. Hab zwar nicht viel für ihn gekriegt, weil ich ihn dazu bringen musste, ein Auge zuzudrücken, aber ein Tropfen geht. Kommen aber ganz schön viele Wellen. Hm? Ich glaube, ich hole mir gleich die andere Drohne wieder, weil ich glaube, dieses extra Angriffsding, das bringt mir mehr als dieses kurze Heilungszeugs, was ich hier habe.
Weil heilen kann ich mich eh jetzt relativ gut. Ja. Na, ich mach die andere Drohne mal eben wieder rein. Und ich dachte, ich wäre sie los. Ich komme immer wieder. Und jedes Mal, wenn du Drohnen rufst, wird Erik wieder panisch und verkuppelt. Okay. Aber ich hätte momentan auch. Bibliothek verteidigen, während der Schubsteller sich auflädt. Ja, ja. Da kommt noch was. Doch kein Raid, okay. Ah, was haben wir denn hier? Wieder minus 100 Heilungswert. Ey, wollt ihr mich denn verarschen? Hier gibt's wirklich nichts für Heiler. Grrr. Du hast mein volles Mitgefühl. Ah, wenigstens das. So, ja, und nun? Ja, wie viel Zeit haben wir noch? Noch 5 Minuten. Ja, 5 Minuten. Können wir noch ein paar komische Viecher hier töten? Ja, okay. Oh, hier war noch auch irgendwo der Rat von Venedig, oder? Ja. Irgendwas Tolles hier kann ich nicht. Ja. Hallo, Leute. Warum? Ja, stimmt, ich bin auch schon mal gestorben, glaube ich. Gerade Sachen reparieren lassen. Ja. Ich bin ein paar Mal öfter schon gestorben. So. Was, ich bin ein schlechter Tag. Verkaufen. Muss ich auch ganz viel. Zum Beispiel das. Und. Na, wo sind denn die ganzen Sachen? Lalalala. Das da. Oh, Wissen. Es gab Wissen? Wissen ist hier, ja. Und ich hab's geschafft. Alle Talismane sind jetzt bei mir auf 4. Okay. Genau wie alle Waffen. Bei mir nicht, glaube ich. Bei meinem Schwert ist sogar Schaden und Überleben auf 4. Ich guck mal kurz. Waffe ist auf 3. Waffe ist auf 4. Auf 4. Auf 3. Auf 3. Auf 3. Auf 3. Auf 4. Und auf 3. Okay. Aber ich finde hier ja auch nur Scheiße. Nö. So, hier den Shop wollte ich aber trotzdem noch mal öffnen. Okay, die haben hier nur so Ambrosia-Kacke. Ambrosia-Kacke. Ja, sonst hat er da nichts. Das klingt so unfreundlich. Ja, der hat auch sonst nichts. Voll doof. Aber ich meine, hier gab es doch in diesem irgendwo auch einen Wart von Venedig, wo man Waffen kaufen konnte. Ja, der ist ganz am Ende. Ich könnte dich noch hinführen, schnell, wenn du willst. Moment, ich guck mal gerade, wo ist. Oben links. Da haben wir doch, habe ich schon einen Teleport. Zack, hin teleportieren. Zack. Ja. Und da ist sogar Wissen, haha. Über alles Wissen. Wissen ist Macht. Und nichts Wissen macht auch nichts. So, liebe Leute. Zeigt mir eure Waren. Du hast ja auch nur Ambrosia. Was ist denn ein CC-Breaker? Entfernt alle Effekte zur Massenkontrolle. Okay. Also wenn du zum Beispiel umgeworfen wärst oder sowas. Dann ist es ja schon zu spät, wenn ich umgeworfen würde, ne? So. Hm.
So, was brauchen wir denn? Wir brauchen Faustwaffe. Ist die besser? 200 Waffenkraft. Ja, um einiges besser. Dann nehmen wir die doch mal mit, oder? Und Pistole. Doppelpistolen. Kaufen. So, was haben wir hier für ein Medaillon? Das ist nur Gesundheit. Also sind das jetzt schon diese Dinger, wo du gesagt hast, die haben nur noch eine einzige Sache und dann den Rest muss man mit Glyphen machen? Das ist jetzt bei denen ein gutes Beispiel. Ja, so sind die Sachen, die später die Endgame-Sachen. Okay, Angriffswert. Heilungswert. Soll ich mir denn da jetzt diese Heilungswert-Zeugs holen? Wäre das was? Ja, kannst du, wenn du die leisten kannst, klar. Einen kann ich mir kaufen davon. Ich habe jetzt gerade. Ja, der hat nur Trefferwert, Gesundheit, Durchdringungswert und Angriffswert. Ich glaube, da hole ich mir lieber ein Amulett mit Heilungswert drauf. So, und jetzt kann ich mir, glaube ich, nichts mehr leisten, ne? Eine eingespielte Glyphe könnte ich noch. Körperlichen Schutz, magischen Schutz, nee. Erhöhung des kritischen Trefferwerts könnte man noch holen. Glaube ich mir auch noch, komm. Wenn wir schon mal dabei sind. Zack. So, und jetzt muss ich die nur noch einsetzen, die Glyphen auch noch. Zack. Was haben wir hier? Erhöhung des Blockwerts? Nee. Magischer Schutz? Nein. Erhöhung des Verteidigungswerts? Nein. Wie konnte man nochmal Glyphen herstellen? Dazu bräuchtest du 4 Runen. Ja. Offensivrune. Welche machte denn hier die Sache mit den Crits? Steht dabei, bei den Runen. Ah, okay. Offensivrune, kritischer Trefferwert. Kritischer Trefferschaden. Kritischer Trefferwert wäre besser, ne? Oder nimm von jedem 2. Dann hat sie beide Effekte. Ja. Ist gar nicht verkehrt, glaube ich. Auf jede Waffe. Ist auch egal, wie man die hinsetzt, oder? Das gilt dann nur für den Schaden, den du mit der Waffe verursachst. Oder für die Effekte, die du mit der Waffe verursachst. Ja. Raus. Okay, ich habe hier noch andere. Das ist ein bisschen umständlich, glaube ich. Ich glaube, das geht viel einfacher als ich das hier gerade mache. Zack, zack. Verkommen. Da jetzt geht's gerade hin, okay. Zap, zap. So, dann braucht man einen Glyphenwerkzeugsatz, ne? Ja. Den kannst du aber nicht kaufen. Glyphenwerkzeugsatz, zack.
Ja, man braucht jetzt nur noch die richtigen dafür, ne? Okay, die habe ich. Das sind. Der Glyphen-Werkzeugsatz müsste, den du benutzen willst, müsste jetzt, glaube ich, Kurs 3 oder 4 sein. Den du bräuchtest. Kurs 3 habe ich, ja. Basisrune und welche brauche ich? Ich brauche unvollkommene. Ist Basis höher als unvollkommen? Ja, nee, niedriger. Nein, niedriger. Okay. Also brauche ich. Für 5 Basis kriegst du eine unvollkommene. Und da die höchste Form wird rein. Da genannt. Sind unvollkommene. Ich habe noch unvollkommene. Sehr gut. Also die höchste Form von Runen und dergleichen werden halt reine genannt. Okay. Akzeptieren. Zack. Aber ich kann es immer noch nicht machen. Nein. Unvollkommene Rune. Offensiv, defensiv. Dient zur Fertigung von Offensiv- und Defensivglyphen. Okay, achso, ich brauche auch noch den richtigen Glyphen-Werkzeugsatz, oder was? Nein, eigentlich nicht. Und bei dem steht auch bei, dass du Unvollkommene brauchst? Nutzt Material in unvollkommener Qualität. Ich habe unvollkommene Dekim-Runen und unvollkommene Lu-Runen. Auch richtig angeordnet? Achso, man muss die noch anordnen. Richtige Reihenfolge, das kann natürlich sein. Ah ja, okay. Zack. Gut. Und dann packen wir die auf die Faustwaffe. Was macht die Rune denn? Aber das kann ich jetzt noch nicht sehen. Okay, die macht plus Crit plus Durchdringungswert. Das war jetzt eigentlich nicht das, was ich haben wollte. Dann musst du halt bei den Runen drauf gucken. Ja, aber da stand Crit. Da stand auch was mit Durchdringungswert. Bin ich mir ziemlich sicher. Das war nicht sein. Ja, komm. Du musst ja auch nicht ach gleich. Ach nee, ich habe auch die falsche Rune drauf gemacht. Nee. Du musst ja auch nicht gleich auf Erstellen drücken. Du kannst sie dir also schon so angucken, wenn sie unter dem Fenster angezeigt wird. So. Jetzt habe ich die richtige Waffe. So. Habe ich denn noch einen Glyphen? Ein Talisman-Werkzeugsatz? Was ist das denn? Talisman, das, was du trägst. Ach so, den kann ich auch bauen. Okay, witzig. Waffenwerkzeugsatz? Nein. Waffenwerkzeugsatz. Talisman. Glyphenwerkzeugsatz. Ja, die behalte ich immer nur. Unvollkommene Qualität. Ja, das läuft super. Unvollkommene. Zap. Akzeptieren. Zap. Hier unten rein. So, jetzt noch unvollkommene davon. Ab und ab auf die Pistole. Pistole ausrüsten. Sehr schön. Sind das neue? Das sind neue, ja. Ah, ich bin's Uzis. So, jetzt habe ich noch mehr davon. Ich habe aber keinen Glyphenbauwerk, keinen Glyphensatz mehr. Ich habe auch keinen Rucksack neben dir. Was? Wie was? Wo? Eine Rucksackträgerin. Ah. Das ist die Halistra. Templer. Wer spielt denn sowas? So, ja. Der hat jetzt mehr Heilung. Ich muss das nächste Mal, wenn ich Glyphen finde, dann. Oder Glyphenzeug finde, dann muss ich mich mal melden, ja, ne? So, das kann ich. Aber die anderen Sachen kann ich mal auseinanderbauen. Jetzt, ne? So. Auseinandergefrickelt. Ja, und dann haben wir nämlich auch die Folge wieder um. Oh, schon.
Naja, das hat jetzt ja länger gedauert. So, jetzt seht ihr hier meine Uzis und mal gucken, ob ich auch meine Waffen mal gewechselt kriege. Dann wird auch mein neues Schwert. Die neuen Krallen sehen auch ziemlich geil aus. Mein neues Schwert. Und das, das ist so ein römisches Schwert, ne? Ja. Römisches Schwert. Oder wie das heißt. Ist ein Breitschwert. Ja, nice. Moment. Komm mir nicht mit Fachausdrücken, ich bin ungebildet. Für mich ist es ein Breitschwert. Ich habe Gegner da, Ergebnis tot. Alles klar. Bis zum nächsten Mal, euer Koali und euer Lesrak Dark, oder? Ja. So. Tschüss. Tschüss. Yeah.